Hallo und herzlich willkommen bei CSR Automotive. Heute gibt's Carbonara, aber ohne Spaghetti, dafür mit ABS. Und das Ganze zusammen mit dem Seat Leon Cupra MK3 Typ 5S. Und was genau, seht ihr nach dem Intro. Und dann fangen wir an mit dem Frontspoiler für vorne. Heute gibt's eine Bodenarbeit, denn der liebe Thilo hat auf meinem Montagetisch dahinter seinen Motor drauf abgelegt, wo wir jetzt gerade kurz vor der Hochzeit sind, um das Fahrzeug zu bauen. Aber kein Problem, wir sind ja nicht aus Zucker und können auch um den Boden schaffen. Vom Ablauf her eigentlich wie geplant, muss ich jetzt nichts groß erzählen. Ich bereite hier alles vor, nachdem ich die Passgenauigkeit geprüft habe. Und dann spaxen wir das gute Ding an den Stoßfänger dran. Als kleiner Tipp noch hier beim Leon 5F, das letzte Loch müsst ihr nicht so weit hier neben außen bohren, weil das steht ja nicht im direkten Fahrtwind. Hier unten haben wir eine super schöne Anlagefläche, geht es einfach bloß um die Stabilisierung, dass der Frontspoiler schön anliegt. Und schon können wir die Schutzfolie abziehen. Und dann kommt uns das wunderschöne Glossy Carbon entgegen. Und schon haben wir die Frontspoilerlippe dran. Wie ihr seht, easy going, kein großer Heckmeck. Und jetzt geht's weiter mit der Seitenschweller. Und hier habe ich auch schon die Seitenschweller von uns. Ganz klassisch im TCR-Look mit dem leichten Steg hier neben. All-Time-Klassiker und Bestseller schlechthin bei uns. Was mir nämlich hier auch schon direkt auffällt, ich sehe, hier haben wir unser neues Klebeband direkt drauf. In einem anderen Video habe ich euch informiert, dass man ein neues Klebeband habe, das nochmal bedeutend höhere Klebekraft hat. In Kombination noch mit dem Primer und allem drum und dran, zeige ich euch jetzt hier gleich, wie man den nochmal anwendet. Super geile Sache, habe ich jetzt schon ein paar Mal ausprobiert. Bin maximal begeistert davon und ja, von der Vorgehensweise auch komplett easy hier das Ganze. Als erstes haben wir hier vorne im Radlauf eine Schraube, die man lösen müsse, weil der Schweller wird hier mit dem vorderen Teil quasi hier zwischen reingeklemmt. Deswegen müssen wir hier die Schraube lösen, damit wir da genug Platz haben. Das reicht eigentlich, damit wir hier einfach die Radhausverkleidung ein bisschen zur Seite ziehen können. Und dann bekommt ihr ja von uns immer ein komplettes Package zu den Bauteilen. Hier ist einmal der Surface Cleaner dabei, der Primer und auch natürlich eine Montageanleitung. Das heißt, wenn ihr zu faul seid, das Video hier auch zu gucken, habt dann natürlich das Ganze auch nochmal in Textform und ganz klar unsere ABE zu den Bauteilen oder eben Gutachter, je nachdem, was für ein Bauteil das ist. Und habt ihr ja schon unsere neue Aufkleber gesehen. 3D-Gel-Aufkleber. Sehr nice, sehr edel. Da suchen wir uns später auch noch einen Platz aus, wo wir die ankleben werden. Aber das jetzt mal zur Nebensache, denn jetzt geht's an die Montage dran. Ich brauche einmal Surface Cleaner und den Primer. Der Rest kommt mal zur Seite. Und dann wie gewohnt die Fläche auf jeden Fall schon mal vorreinige. Das heißt, ordentlich wasche das ganze Ding und dann mit unserem Surface Cleaner nochmal die letzte Salze und Fette und sonstige Reste an Papp, was da unten dran hängt. Lassen wir das kurz ablüften und in der Zeit können wir uns den Primer rausholen. Das ist so ein kleines Watteschwämmchen, wo schon der Haftvermittler eingedrängt ist. Und jetzt fahren wir hier einmal die
Klebefläche entlang. Jetzt hier beim Kombi ist es direkt die Sicke, wo quasi der Unterbodenschutz hier dran ist. Das ist unser Anhaltspunkt dann, um unseren Schweller anzukleben. Passt auch nicht nur auf den Kombi, jetzt der Schweller hier, sondern auch auf den normalen Fünftürer. Die sind von der Bodengruppe her identisch. Jetzt machen wir eine kleine Pause, geben wir dem Primer so ca. 5 bis 10 Minuten. Jetzt eine Abliftzeit, damit er richtig reagieren kann. Und dann geht es gleich weiter mit der Montage vom Schweller. Nachdem der Primer jetzt lang genug ablüften konnte, geht es hier wie gewohnt auch wieder weiter. Die Schutzfolie hier langsam abhebeln. Und dann wieder den guten Klebebandtrick nehmen. Zuerst noch die Schutzfolie weg, das wird sonst nämlich blöd ums Eck rum. Und dann kann ich ihn jetzt hier schon mal grob fixieren. Mit dem Zug gleich wieder die Schraube festmachen. Aber wichtig, nicht zu ochse, sondern wirklich bloß handfest anlegen. Das soll ja wie gesagt nur ein Schutz zusätzlich sein. So, das reicht schon. In der Zwischenzeit gehe ich hier noch nach hinten. Das kann man gerade so hängen lassen, das stört nicht. Und dann tue ich mal den hier ausrichten, dass ich hier in der Flucht bin. So. Am besten macht er euch, wenn ihr keine helfende Hand habt, hier zwischendrin schon mal noch ein Klebeband noch. Und dann hier hinten. Wie gesagt, das gilt bloß hier als Fixierung. Und dann können wir vorne loslegen. Stück für Stück abziehen und dann ordentlich anpressen. Und dann nochmal alles ordentlich nachdrücken. Das ist doch mal geil, hä? Wie schnell habt ihr schon mal einen Seitenschweller verbaut? Also, grandios. Ich liebe diese Technik. Und Achtung, schaut es euch jetzt mal hier unten noch an. Ah, ganz klar unseren Vorteil. Guck mal, was für eine geile Anlage vor mir hier habe. Kein Spalt, kein Dreck, dass ich drunter verstecken kann. Super geil. Und optisch, was ich besonders geil an dem Feature finde, der Unterbodenschutz, die Kante, ist jetzt schön versteckt. Sieht sauber aus, kann man lassen. Ich gehe jetzt noch an die andere Seite rauf und dann sehen wir uns gleich noch zum Heckflügel. Zu guter Letzt sind wir jetzt auch wieder am klassischen Heckflügel angekommen. Auch hier easy going. Einmal dran setze und in dem Zug, wenn ihr ihn ausgerichtet habt, natürlich gleich die Position markiere. Und wie immer, im Handumdrehen sind jetzt die ganzen Bauteile montiert. Wie ihr seht, komplett easy going. Und von der Optik her finde ich sehr geil. Das glänzende Carbon hier in Kombination mit dem schwarzen Auto. Sehr schöner Kontrast auf jeden Fall. Aber ganz klar habt ihr bei unserer ABS-Bauteile auch immer die Auswahl in verschiedene Oberfläche. Ihr könnt euch schwarz glänzend aussuchen, schwarz matt strukturiert, Carbon glänzend, Carbon matt oder die lackierfreundliche Oberfläche, wenn ihr das Ganze in Waagefarbe euch gestalten wollt. So, jetzt wird es noch Zeit, das Fahrzeug zu branden. Und da haben wir uns entschlossen, dass wir den schönen Aufkleber einmal hier links und rechts am Schweller dran machen.
super gute Stelle und sieht richtig schön stylisch aus. Und so kann man schön Flagge zeigen. Also, dann sind wir schon wieder durch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mal einen Kommentar hier drunter stehen, wie euch das Fahrzeug jetzt gefällt mit unseren Anbauteilen. Und bevor ich es vergesse, ich bin nämlich ein bisschen zu schnell gewesen. Mittlerweile gibt es noch für den Original-Diffusor unsere Steckansätze. Schaut mal bei uns im Shop vorbei. Die Artikelnummer und den Link stellen wir natürlich hier in die Beschreibung mit rein. Und ja, dann haben wir das noch als Add-on, um das Heck perfekt abzurunden. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.